Leute, herzlich willkommen zum 8. Dezember zum Chadventskalender. Heute geht es um Folgendes, und zwar 6 Tipps, wie ihr euer erstes Mal Tipps, wie man das erste Mal so hat. Diese Infos habe ich selber alle recherchiert, weil ich bin selber noch total unerfahren und bin selber noch Jungfrau und habe mein erstes Mal auch noch vor mir. Okay, dann fangen wir mal an. So, Nummer 6. Mach es erst, wenn du dich bereit fühlst. Auch wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin schon gebumst haben. Tut mir leid, bumsen, das sagt man so im Frankfurter Bereich. Anderes Wort wäre dafür pimpern, knattern, den Lörres reinhämmern oder so. Ja, also, auch wenn die es hatten, solltest du nichts überstürzen. Prüfe, ob du deinem Partner oder deiner Partnerin auch wirklich vertraust und ob er oder sie der oder die Richtige ist. Im Übrigen haben die meisten Jugendlichen mit 16 oder mit 17 das erste Mal Sex. Und ein Drittel sogar noch viel später. Weiter mit der Nummer 5. Der passende Ort ist wichtiger als die meisten denken. Ihr solltet ungestört sein und euch in einer Atmosphäre befinden, in der ihr euch entspannen könnt. Denn ja, es wäre blöd, wenn auf einmal die Eltern reinkommen. Kerzen, Duftstäbchen oder schöne Musik sorgen hierbei für eine angenehme Stimmung. Zumindest bei Frauen. Außerdem solltet ihr euch am besten vor dem Sex schon mal die Kondome bereitlegen, damit ihr diese nicht erstmal stundenlang suchen müsst. Denn, wie ihr alle wisst, Safety first. Und die Nummer 4. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Das Vorspiel ist gerade beim ersten Mal sehr, sehr wichtig. Denn wenn ihr beide erstmal erregt seid, ist das Ganze wesentlich angenehmer für euch. Der Lörres bleibt steif, also der Penis bleibt steif. Und die Mumu bleibt feucht und verursacht keine unangenehmen Reibungen. Und die Nummer 3. Wenn ihr beide dann bereit seid, solltet ihr euch am besten nicht direkt an komplizierten Stellungen versuchen. Das kann erst später kommen. Die Missionars- oder Reiterstellung ist für das erste Mal die beste oder auch einfachste Variante, denn sie bietet am meisten Bewegungsfreiheit. Des Weiteren ist es immer einfacher, wenn du als Mädchen den Penis einführst, denn so kannst du bestimmen, wie schnell und tief er in dich eindringt. Und weiter mit der Nummer 2. Wenn einer von euch Schmerzen beim Sex hat oder sich etwas unangenehm anfühlt, dann sprecht miteinander oder macht zum Beispiel den Vorschlag, die Stellung zu wechseln. So doggy-mäßig oder so. Wenn die Scheide nicht feucht genug wird, könnt ihr diese oder den Penis mit Spucke oder ein wenig Gleitgel wieder anfeuchten. Vielleicht solltet ihr euch aber auch erstmal ein bisschen mehr aufeinander einlassen und das Ganze langsam eingehen. Und damit wären wir auch schon beim Höhepunkt. Die Nummer 1. Täusche keinen Orgasmus vor. Das turnt ab. Niemand sagt, dass du beim ersten Mal einen Orgasmus haben musst und die meisten Mädchen haben beim ersten Mal auch keinen. Wenn du allerdings deinen Orgasmus vortäuscht, Fräulein, verfälschst du möglicherweise bei deinem Freund die Vorstellung davon, was dich erregt. Wenn du ihm also nicht ehrlich sagst, was dir gefällt und was nicht, schadest du dir am Ende nur selbst damit. Jo, liebe Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden, die zum Beispiel ihr erstes Mal noch nicht hatten. Und lasst dem Video eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns morgen wieder. Peace.